Ja, hallo liebe Leute, neues FreeCAD-Tutorial. Ich möchte hier ein Tischstativ konstruieren. Und zwar, ich habe hier so einen Liftpod, den nutze ich im Moment. Das ist ein Teil, was man bei Thingiverse runterladen kann. Den nutze ich im Moment, um mein Mikrofon damit hier am Platz zu installieren. Aber das Ding ist nicht optimal dafür. Zum einen ist es zu breit. Und zum anderen müsste es eine andere Befestigung für meinen Tisch hier geben. Und da versuche ich jetzt was zu konstruieren. Und zwar, das Ding muss nicht so breit sein, aber man kann es trotzdem mit ähnlich konstruieren, so wie auch dieses Teil hier konstruiert ist. Fangen wir erstmal mit der Konstruktion dieser Arme an. So zwei Arme, wie das Ding dir hat, das ist eigentlich völlig ausreichend. Und dann noch ein dritter, kleinerer Arm, mit dem das Mikrofon dann auch noch in der Position verändert werden kann. Und eventuell auch noch was, dass man das Mikrofon darauf drehen kann. Aber das wird vielleicht mehr als ein Video. Fangen wir einmal an. Ich mache einen neuen Körper und da fange ich an mit dem ersten Mikrofonarm. Wie das dann befestigt wird, das denke ich mal, mache ich in einem zweiten Video, wie wir es also an dem Tisch befestigen. Und zwar diese Arme, die das Ding haben soll, die mache ich genauso lang, wie das auch diese Arme hier von diesem Teil sind. Das ist gar nicht mal schlecht. Die sind so 90 mm lang ungefähr von Mittelpunkt Drehpunkt vom Mittelpunkt zu Mittelpunkt Drehpunkte. Also machen wir den ersten Arm, den wir hier haben, als einen Arm mit allerdings trotzdem zwei Gelenken. Das werden wir jetzt sehen, wie ich mir das vorstelle. Also Konstruktion mache ich jetzt diesmal nicht auf der XY-Ebene, sondern dann nehmen wir die, schauen wir mal, was wir nehmen. So, die YZ-Ebene nehmen wir, genau. Auf der hier konstruieren wir das Teil. Und da machen wir eine neue Zeichnung und da fange ich dann an. Das Ganze wird senkrecht erstmal hingestellt. Das heißt, ich konstruiere hier ein Rechteck. So, das wäre jetzt der Arm zum Beispiel oder erstmal der erste Part des Armes. Und das Teil, das wird symmetrisch aufgepolstert hinterher. Und damit wir hier auch vernünftig konstruieren, machen wir das Ganze auch symmetrisch. Das heißt, das muss man sowieso hinterher dann, das können wir jetzt direkt machen. Wir machen jetzt direkt schon mal die Rundung dran, weil das soll ja nicht so eckig werden. Also kommen hier jeweils Abrundungen dran. Diese Abrundungen, die sind alle gleich. Also die werden erstmal angeklickt, die vier Radien, einmal Taste E drücken oder hier auf das Gleichheitszeichen. Jetzt sind die alle gleich. Dann machen wir den Abstand hier. Beziehungsweise ich mache das erstmal symmetrisch. Der wird symmetrisch zu dieser Achse. Und der Abstand hier, der wird das Maß, wie das dieser Liftpod hatte, ist gar nicht mal so schlecht. Und da ist das Ganze 20 mm. Und dann den Radius hier, den können wir bemaßen. Da mache ich jetzt 9,5. Und dann, wie gesagt, dann haben wir die beiden hier, die kommen auf die diese Linie da. Ich möchte aber erstmal die unsichtbar machen. So, jetzt können wir es wieder besser sehen. Also, der kommt da drauf. Das machen wir mit dieser Funktion hier. Dann ist das schon mal fixiert. So, jetzt kann man das hier noch bewegen. Mehr kann man damit nicht mehr machen. Und wir wollen ja jetzt den Abstand hier von diesem Punkt zu diesem Punkt haben. Und das sollen ja die 90 mm sein. So, das wäre jetzt der erste Arm. Können wir
schließen, dann wird das Ganze aufgepolstert. Und zwar, das wird jetzt relativ breit. Das heißt, einmal aufpolstern, symmetrisch zu einer Ebene. Und dann nehme ich meine Schieblehre und suche mir das so raus. Dann machen wir mal 30 mm. Und dann wird das Ganze jetzt noch nachträglich ein bisschen anders. Ob das wirklich hier so dick sein muss, eher nicht. Das heißt, wir können diesen Sketch hier noch ein wenig bearbeiten. Das heißt, wir machen erstmal diese beiden Linien hier blau und zeichnen jetzt hier jeweils zwei Kreise ein, Mittelpunkt, und dann geht er durch durch den Punkt hier. Und das machen wir auf der Seite genauso. Allerdings dann hier durch. So, die beiden Radien sind gleich. Also können wir hier Taste E drücken. Equal. Die sind symmetrisch zu dieser Achse. Und dann sind die genau auf der Mitte. Das heißt, das Maß hier, das werden 45. So, jetzt kann man sich noch überlegen, wie wollen wir das machen. Machen wir den Radius hier so ein bisschen. Ja, so sieht das ganz gut aus. Dann bemessen wir den einfach hier. Und zwar der Durchmesser 380. Und dann können wir jetzt mit der Funktion hier das noch wegschneiden, was wir nicht mehr haben wollen. Das ist der. Und dann schließen wir das Ganze und dann sieht das schon nicht mehr ganz so brutal aus. So, hier unten, da wird jetzt da oben jeweils was weggeschnitten. Und zwar, das machen wir so, dass wir einen neuen Sketch machen. Und zwar, das war ja hier die YZ-Ebene, also ist das die XZ-Ebene. Also machen wir einen neuen Sketch auf der XZ-Ebene und dann schneiden wir hier ein Rechteck rein und da auch. Damit wir die sehen können, die Rechtecke, klicken wir hier auf dieses Symbol und dann haben wir hier so reingeschnitten und dann sieht man, wo wir hier sind. So, die sind einmal hier vertikal verbunden, haben hier dasselbe Maß, Taste E, und dann haben wir hier noch, das ist symmetrisch, und so, dann machen wir uns noch eine Symmetrieachse da rein, hier so durch, die wird auch blau. Das Maß hier, das wird symmetrisch, und das Maß da, das wird auch symmetrisch, und das Maß hier, das müssten dann eigentlich 45 sein. Und dann können wir jetzt hier uns überlegen, was für Maße wir denn da nehmen. Also ich würde sagen, dieses Maß hier, das machen wir einfach mal 35, ja, das passt schon. Und das Maß hier, da machen wir 15. So, das Maß hier, da machen wir 30 und dann sind die auch eingeschränkt. Und jetzt kann man das einfach als Tasche hier generieren lassen. Und zwar durch alles und symmetrisch, und dann ist das hier so aufgeschnitten. Gut, schauen wir uns das mal an. Ja, das passt auch so. Könnte jetzt hier noch das so ein bisschen rund ausschneiden, ist aber gar nicht unbedingt notwendig. So, das wäre jetzt der erste Arm dieses Statives.
Und der zweite Arm, das ist dann wirklich hier nur noch dieser Arm. Oder aber einer, der drei hat. Das weiß ich noch gar nicht. Aber jetzt machen wir hier noch Löcher rein. Und zwar, da gehen wir jetzt hier hin, machen eine neue Zeichnung. Und dann können wir hier oben anfangen. Da haben wir eine Achse. Da unten haben wir noch einen Kreis. Der kommt auch auf diese Y-Achse. Und der kriegt jetzt einen Abstand. Und zwar 90 mm. So, die sind beide gleich. Taste E. Das da ist falsch. Der muss da drauf. Und einmal. Was ist mit dem Kreis da passiert? Hoch, da habe ich einen wohl rausgelöscht. Machen wir nochmal einen rein. So, die sind beide gleich. Und dann machen wir hier ein Maß. Durchmesser 8 mm. So, das ist jetzt die Achse. Beziehungsweise die Löcher für die Achse. Die Achse soll 8 mm sein. Also können wir das hier ruhig ein bisschen größer machen. 8,3 mm. Und da machen wir eine Tasche und die geht durch alles und dann ist der erste Arm fertig. Jetzt kann man sich überlegen, wollen wir den noch ein bisschen abrunden? Ich würde sagen ja. Also machen wir Rundung einmal hier. Schauen wir uns das mal an. 1 mm Rundung. Ja, das reicht eigentlich aus und dann machen wir das hier auch noch und auf der Seite auch. Ach, wieder dasselbe leidige Problem, vorher bestätigen, jetzt muss ich das leider nochmal selektieren. Mache ich auch immer wieder diesen Fehler und so, dann haben wir das da auch rund. Mehr rund muss man da nicht machen. Erster Arm fertig. Wir können den Arm jetzt noch ein bisschen gestalten, was weniger Material und weniger Gewicht angeht. Stabil bleibt er. Das heißt, ich mache jetzt, gucken wir uns das mal gerade an. Das müsste auf der X, nee, das ist die XY-Ebene. Der steht ja so. Also auf dieser Seite hier. Schauen wir uns mal gerade an. Origin, das ist die XZ-Plane. Also machen wir eine neue Zeichnung auf der XZ-Plane. Und dann wechseln wir wieder hier auf diese Darstellung. Und jetzt können wir hier noch was ausfräsen. Kann man sich überlegen, ob man einfach Rechtecke rausschneidet oder ob man hier so, so ein Kreuz stehen lässt. Puh, schwer zu sagen. Fangen wir mal mit dem Rechteck an. So zum Beispiel. So, das Rechteck, das ist erstmal symmetrisch hier. Und dann möchte ich aber hier so Kreuze reinzeichnen. Das heißt, da machen wir jetzt einfach hier einmal, zweimal. Die machen wir schön blau. Und das machen wir in der anderen Richtung auch. So, die werden auch blau. Dann kriegen die einmal Winkel. Da kommt ein Winkel dran. So, Winkel haben wir hier. Das sind 45 Grad, möchte ich da haben. So, die sind parallel. Das haben wir hier, die Parallelität. Da kann man auch Taste P drücken. Und das machen wir hier genauso. Der kriegt auch einen Winkel. Das sind auch 45 Grad. Und die sind auch parallel.
Und jetzt müssen wir uns noch überlegen, wie wir die am besten platzieren. Also ich würde sagen, Taste O müsste das sein, ja. Die setzen wir erstmal hier unten ab. Und dann sind die auch noch symmetrisch. Und jetzt kann man sich überlegen, wo wir den starten lassen. So zum Beispiel bemaßen wir das jetzt mal hier. Was haben wir da? 56, da machen wir 58. Und das machen wir hier auch. Das heißt, da mache ich eine blaue Linie rein. Ich kann das auch hier so umstellen. Jetzt ist alles blau. Alles, was ich jetzt zeichne, wird blau dargestellt. Da kommt die Linie rein. Die kriegt hier einen Abstand von 90. Und dann lassen wir jetzt die beiden hier auch jeweils drauf gehen. Den Punkt da drauf, Taste O, den Punkt da drauf, Taste O. Und dann sind die symmetrisch. Hierzu. Und dann können wir die jetzt hier einfach vertikal verbinden. Und dann haben wir das gleich. So, jetzt haben wir noch diese beiden hier, die lassen sich jetzt, die lassen sich nicht mehr verschieben. Also da haben wir schon was Vernünftiges konstruiert. Und da müssen wir jetzt noch die Linien rein zaubern, die wir dann hinterher stehen lassen. Da gehen wir hier wieder um auf die Standardkonstruktionsart und wir fangen einfach hier an. Ich zeichne hier zwei Linien rein. Das machen wir mal mit Polygon weiter hier. So, das geht dahin, dahin, dahin. Und können wir abbrechen. Dann geht es hier weiter. Ja. Ich glaube, da habe ich ein zu viel gezeichnet hier. Aber das werden wir gleich sehen. Und den Punkt hier, dann gehen wir dahin. So, dann haben wir noch die hier und hier unten den. Okay, Polygon, hier unten den. Dann haben wir hier den hier. Es gibt wieder so ein Dreieck. Und auf der Seite auch. Jo, dann fangen wir mal an zu überlegen, wie wir die vernünftig setzen. Also einmal, die sind bitte symmetrisch. Und die sind symmetrisch. Das ist vertikal. Die sind symmetrisch dazu. Die sind symmetrisch. Und jo, da weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das mache. So, dann haben wir die hier. Die sind, da müssen wir das Maß bestimmen. Okay, dann fangen wir doch erstmal an, hier das Maß zu bestimmen.
Und zwar, das sind 5 mm. Okay. So, dann haben wir das Maß hier. Die können wir wieder mit Symmetrie hier reinmachen. Genauso den und den zu dem. Das wird ein Maß von 5 mm. Der ist parallel dazu. Der ist parallel dazu. Parallel. Parallel. So, mal gucken. Hier das Maß, machen wir mal 20. Jetzt können wir das hier noch schieben. Okay. So, wir ziehen hier noch eine blaue Linie rein. Und zwar die Mittellinie hier. Und die läuft ganz einfach. Aber das machen wir ruhig mit dem Maß. Das sind die 45 hierzu, Maß 45 mm. Und dann haben wir noch die beiden hier symmetrisch dazu. Das ist horizontal verbunden, der auch horizontal verbunden. So, dann haben wir die parallel, den parallel, da fehlt noch einer, sehe ich gerade. Da gehen wir noch mal her, zeichnen da auch so ein Rechteck rein, also ein Dreieck. Und das ist dann auch parallel. Dann haben wir die beiden symmetrisch und die beiden dazu symmetrisch und die sind jetzt auch schon fixiert. Das ist doch fein. So, dann haben wir die beiden sind symmetrisch. Und die sind, der ist parallel. Der ist jetzt schon parallel. Und dann kommt noch der letzte hier. Ich glaube, haben wir hier. Da sind wir auch noch nicht so ganz klar. Das heißt, parallel. Parallel. So. Damit haben wir fast schon alles definiert, was wir brauchen. So, dann haben wir den hier parallel, den parallel. Der wird da drauf gesetzt. Die beiden sind symmetrisch. Und der basiert auf diesem und ist vertikal verbunden. So, dann haben wir den, der und der zudem symmetrisch. Und dann machen wir das Maß jetzt hier noch. 60. So, was haben wir hier noch? Da haben wir hier das Maß noch nicht. Das heißt, das wird bemaßt mit 5 Millimeter, muss man noch mal machen.
Der und der, 5 mm. So, jetzt sieht das doch alles ziemlich grün aus. Und jetzt können wir anfangen mit der Löscherei. Beziehungsweise wir können den hier einfach mal blau machen. Dann sieht man hier den, den ich da aus Versehen reingezeichnet habe, den lösche ich jetzt raus. Und auf der Seite machen wir die auch blau. Und jetzt zeichne ich einfach die fehlenden Linien ein, aber nicht in blau. Das heißt, wir haben einmal eine Linie hier. Müssen wir schauen. Die machen wir jetzt auch blau. Und das hier machen wir auch blau. Dann können wir hier anfangen, neue Linien reinzuzeichnen. Und zwar, wir haben eine weiße Linie, die geht von da nach da. Von da nach da. Dann wird die von da nach da gehen. Ne, das ist Unfug. Machen wir Steuerung Z. Zurück, zurück, zurück. Bis wieder alles blau ist. Also wir müssen eigentlich nur diese Teile hier rausschneiden. Also brauchen wir die Linie, die ich jetzt hier zeichnen möchte. Das ist einmal die hier. Dann haben wir die hier. Die hier. Dann haben wir hier die beiden. Einmal hier und einmal hier. Diese beiden von da nach da und von da nach da. Und hier unten haben wir noch diese Linie. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Das heißt, ich schließe das Ganze und dann schauen wir uns die Zeichnung einfach mal an. Das heißt, ich mache das hier mal gerade unsichtbar und dann sieht man, das sieht relativ vernünftig aus. Das muss jetzt rausgeschnitten werden. Das heißt, Sketch selektieren, wir machen eine Tasche symmetrisch zu einer Ebene durch alles und dann haben wir das Teil hier so schön ausgeschnitten, braucht nicht ganz so viel Material. Jetzt kann man hier schauen, ob wir das nicht auch noch schön rund hinkriegen. Alle Flächen selektieren, die man irgendwie abrunden möchte. So, das machen wir hier auch. Gucken wir uns mal an, was haben wir hier noch? Da haben wir die, 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 die ist noch vergessen worden. Die haben wir nicht, die nicht. Die nicht und die auch nicht. Und jetzt geht man hier mal alle durch. Guck mal, ob wir alles haben. Jo, das sieht gut aus. Und dann versuchen wir jetzt, ob das gerundet werden kann. Und ja, das geht. Da muss man sagen, da ist FreeCAD mittlerweile wirklich gut. Und dann machen wir hier einfach mal eine 2. Mal gucken, ob das auch geht. Nee, das geht nicht mehr. 1,5. Jo, das geht. Das sieht ein bisschen fetziger aus. Okay, dann haben wir den ersten Arm dieses Statives konstruiert und den weiteren Fortschritt. Das mache ich morgen, kommt aber hier ans Video dran. Also es geht gleich dann für euch weiter, nur dann haben wir hier eine andere Uhrzeit stehen. Okay, wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert
Und dann geht's morgen weiter, direkt im Anhang hier dran. Ihr kriegt davon eigentlich nichts mit, außer die andere Uhrzeit. Ja, und da sind wir wieder. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wann ich aufgehört habe, aber jetzt haben wir einen Tag später, also den nächsten Tag. Und das war das, wie wir das aufgehört hatten, diesen ersten Arm hier. Und jetzt brauchen wir noch hier unten die Bodenplatte, die irgendwie am Tisch befestigt wird. Die Tischbefestigung, das weiß ich noch nicht, aber das hier, da ist schon eins ganz klar. Und zwar dieses Teil hier und auch der Arm, der hier oben angebracht wird. Da muss die Achse hier an der Seite, da kommen dann entsprechende Gewinde dran und da werden Muttern drauf gedreht. Aber die Achse muss fest verbunden sein, was die Drehung angeht, mit diesem Arm, der hier dann zu drehen ist. Und hier, das muss auch fixiert in der Bodenplatte sein, damit ich mit den Schrauben das überhaupt vernünftig andrehen kann. Oder mit den Muttern, die da drauf kommen. Aber fangen wir erstmal hier, machen wir hier unten erstmal das Gegenstück dahin, wo das drin laufen soll. So steht das ja und da unten, da dreht das. Und wenn man sich das jetzt hier von der Seite anschaut, dann können wir uns das nochmal anschauen. Hier den ersten Sketch. Und dann sehen wir, dass wir hier unten den Drehpunkt haben. Und was war das? Ach, das war der Winkel hier. Ja, genau. Okay, da haben wir den Drehpunkt. Und das heißt, wir müssten jetzt das Teil auch halt in derselben Zeichnungsebene konstruieren. Das wäre dann hier die... schauen wir mal. Moment. So, ein Fillet hier hat nicht funktioniert mehr. Okay, aber ich denke, so haben wir alle. Und dann machen wir einmal einen neuen Körper. Den können wir schon mal benennen hier. Das ist Arm 1. Das hier wird die Bodeneinheit, nenne ich das mal. Und da machen wir gerade mal die Zeichnung aktiv. Und dann sehen wir hier, das ist die YZ-Ebene. In der müssen wir das Teil hier konstruieren. Das heißt, wir können das wieder unsichtbar machen. Wir machen eine neue Zeichnung in der XZ-Ebene. Wir können die auch hier jetzt selektieren. Und da wird das jetzt reingezeichnet. Dann kann man hier immer mit diesem Symbol das so machen, dass man alles sieht, was man zeichnet. Und dann machen wir hier einen Kreis rein. So zum Beispiel. Dann geben wir dem Durchmesser, dem Kreis. Wir müssen gerade mal schauen, auf welchen Punkt haben wir den gesetzt. Das ist schon richtig. Ja. Das sieht schon gut aus. Und was ist das denn für ein Mittelpunkt? Der ist nämlich nicht da drauf gekommen. Das heißt, den mache ich jetzt aber auf den Mittelpunkt. Ich habe den ganzen Kreis weggelöscht. Das war nicht so gut. Also wir müssen hier wirklich in die Mitte zeigen. Und dann wird der hier so aufgezogen. Dann machen wir hier einen Durchmesser. Machen wir ruhig 15 mm. Und dann wird das nach unten, da ziehen wir jetzt zwei Strecken runter. Einmal eine hier, einmal eine da. Und dann wird das hier unten auch noch verbunden. Das heißt, von da nach da machen wir eine Strecke. So, jetzt kann man hier das selektieren, also zum Beispiel den und den und dann einfach Taste T drücken für Tangential oder hier die Tangentiale, das Symbol dafür. Und dann kann man hier sagen, okay, und dann muss hier was rausgelöscht werden. Da müssen wir gerade schauen, was das sein kann. Ich denke mal, ich nehme mal hier die
den auch mal raus und die beiden tangential. Die beiden hier auch tangential. Und dann müssen die noch damit verbunden werden. Mit O ist das, Taste O. Das mag er nicht. Ne, dann machen wir es nicht mit tangential. So, das heißt, ich mache jetzt einfach hier das hier drauf. Den hier auch da drauf. Und dann verbinden wir den mit dem. Taste O ist das jeweils und den mit dem. Taste O. So, da hat er wieder ein Tangential da rein gemacht. Das möchte ich gar nicht. Das müsste der hier sein. Den schmeißen wir raus. So, der wird waagerecht, senkrecht, also vertikal. Der wird auch vertikal. Und dann das Maß hier ist eigentlich bestimmt. Können wir mal gerade schauen, ja. Das heißt, da müssen wir jetzt einfach das Maß hier angeben. Das machen wir mal auch 15 mm. Dann können wir das hier raustrennen. Hier mit dieser Funktion. Warum machst du das nicht? Gucken wir uns das nochmal an. Okay, der ist da nicht drauf. Der mit dem Taste O. So, jetzt können wir auch da raus trennen. Hier mit dieser Funktion. Und dann haben wir den Arm soweit oder dieses Lager unten definiert. Und dann machen wir davon eine Aufpolsterung. Das heißt, wir gehen aus der Zeichnung raus, schließen die. Und jetzt muss die ein bisschen kleiner sein als das Teil hier. Wir können aber direkt hier in die Mitte ein Loch reinsetzen. Aber wie gesagt, da möchte ich kein Loch reinmachen, sondern da mache ich ein N-Eck rein, weil es soll ja diese Achse da drin wirklich fixiert werden. Das heißt, da machen wir ein Sechseck. Das wird mittig hier. Und das sollte, das kann sogar größer sein. Machen wir es so. Machen wir das hier waagerecht, also horizontal. Und dann geben wir dem hier ein Maß, Durchmesser 10 mm. Und das wird da reingeschnitten. Okay, können wir schließen. Dann machen wir jetzt die Aufpolsterung. Die wird auch symmetrisch. Und jetzt gucken wir, wie breit wir das Ding machen. Das sind 15 mm, dann ist das Spack. Das wollen wir gar nicht. Also machen wir hier 14,5 mm. Dann haben wir da auf alle Fälle links und rechts noch Platz. Die Achse kann dann hier reingesteckt werden. Ja, das muss schon kleiner werden. Ich muss die ja hier durchkriegen. Also gehen wir nochmal hier rein in diesen Sketch und das Maß, die 10 mm, die nehme ich erstmal wieder raus und dann machen wir das so, dass das auf alle Fälle da durchpasst. Wir maßen hier nochmal das mit dem Durchmesser 7,5 mm. So, dann passt das da durch, dann sieht das so aus und dann kann man das, muss ich gerade schauen, passt das? Ja, das passt, aber ich muss die Achse dann, das passt, aber... Es muss ja auch die Achse, wenn das eine komplette Achse ist, dann muss die hier so durchgesteckt werden können. Es können aber auch zwei getrennte Achsen werden, die man ganz einfach in der Mitte zusammenklebt. Bin ich noch nicht ganz sicher, wie wir das machen. Oder man druckt das einfach mit dran.
ist die zweite Möglichkeit. Da bin ich jetzt noch nicht durch. Lassen wir es erstmal so, wie es hier ist. Und dann hier unten kommt dann die Platte drauf mit der Befestigung. Das machen wir aber später. Hier oben haben wir jetzt gleich genau dasselbe Problem, wie wir das zusammengebaut kriegen. Weil zum einen muss das Gewinde durch die Mitte passen und aber das Gewinde muss auch oder dieses Sechseck, was man da hat, das muss auch hier durchpassen. Also das kann man wirklich nur mit das Gewinde, Sechseck muss kleiner sein und man muss die dann von links und rechts einfügen und eventuell in der Mitte zusammenkleben. Gut, so würde ich das jetzt im Moment erstmal sehen. Und dann machen wir diesen Arm hier. Man kann den Arm hier unten und den da oben vielleicht auch zweigetrennt teil drucken, dass man die halt zusammen da reinsetzt. Schwer zu sagen. Ich denke, ich mache das mit dem Kleben. So, dann machen wir hier oben jetzt den Arm weiter. Das heißt, die Bodeneinheit mache ich jetzt nicht weiter dran. Ich mache einen neuen Körper. Okay, der heißt jetzt Arm 2. So, der wird auch 90 mm und soll hier oben beginnen. Das heißt, da machen wir eine Datum Plane. Nö, wir machen es direkt auf der YZ-Ebene. Das heißt, eine neue Zeichnung auf der YZ-Ebene. So, dann können wir hier wieder das aktivieren und dann können wir hier oben weiter zeichnen. Das heißt, da machen wir wieder hier so einen Kreis, der darf nicht zu groß sein, genauso wie der hier, da passt das. Und was hatte ich da jetzt für ein Maß genommen? Da kann man immer wieder nachschauen. So, da haben wir den Sketch. Und das waren ja 15 mm. Und die nehme ich dann auch hier als Durchmesser. Das heißt, den Sketch. Das Durchmesser 15 mm. Oh, das passt. Und dann wird das jetzt nach oben, kommt hier ein Kreis, den machen wir dahin, der wird auch 15 mm und dann machen wir eine Linie hier rein, die machen wir schön blau und die kriegt jetzt einen Abstand, das sind 90. Den Abstand hier, den müssen wir auch noch definieren. Das heißt, der hier, der muss natürlich ein definiertes Maß kriegen. Und zwar, das sind die 90 mm, der zu dieser Achse hier 90 mm. Das stimmt aber nicht. Ich da ein anderes Maß genommen. Das ist, wenn man einen Tag vorher das macht. So, gucken wir uns das mal gerade an. Doch, das sind 90 mm. Gehen wir noch mal hier in den Arm. So, den Arm hier. Das Loch ist nicht auf 90 mm gekommen. Das heißt, da müssen wir hier nochmal rein. Gucken wir uns das Objekt hier mal an. Da machen wir das Pad. Das stimmt, aber das stimmt auch noch. Und dann haben wir das. Und da die Löcher, die sind falsch. So, das heißt, da müssen wir einmal hier rein. Der hier stimmt. Ja.
aber der stimmt nicht. Der muss den Abstand kriegen von 90 mm. Das heißt, der zu dem, was macht er denn hier mit mir? So, wir müssen den Arm hier mal gerade wieder aktiv machen. So, dann diesen Sketch hier, der zu dem, das wird ein Abstand von minus 90 mm und dann sollte das jetzt auch klappen. So, dann machen wir hier einmal die ganzen Fillets sichtbar und hier noch diese Pocket. So, und da der Fillet, den haben wir jetzt nicht mehr, den habe ich vorhin rausgeschmissen, der hatte nicht hingehauen, lasse ich jetzt erstmal so, kann man immer noch machen. So, jetzt haben wir hier, dann können wir den zweiten Arm hier wieder aufrufen, den Sketch aufrufen und jetzt ist auch die 90 mm hier korrekt da drin und dann muss der Abstand hier auch 90 mm werden. Die beiden, Abstand 90 mm. So, und dann kommt der hier, der kriegt einen Abstand hier zu von 90 plus 45 mm. Und dann, das brauche ich, um jetzt hier diese Kreise reinzuzeichnen. Das soll ja auch so ein bisschen hübsch werden. Das heißt, da zeichne ich jetzt hier einen Kreis rein. Und da einen Kreis rein. Die beiden, die werden symmetrisch hierzu. Die haben denselben Durchmesser. Du und du, ihr seid just equal. Und dann haben wir einmal hier eine tangentiale Verknüpfung. Und dann kann man jetzt die Kreise so ziehen, wie man meint, dass sie gut aussehen. Dann bemaßen wir jetzt einen von den Kreisen, 633, und jetzt können wir hier wieder mit der Löschfunktion das hier rausnehmen, den da rausnehmen und dann gucken wir mal, was hat er hier, die Bedingung 14, diesen Constraint hier, den schmeißen wir mal raus und gucken uns mal an, was das bedeutet. Also der muss da rauflegen. Das klappt aber nicht. So, warum nicht? Nehmen wir erstmal die hier wieder raus, die tangentialen Bedingungen. Und jetzt müsste das eigentlich auch hier gehen. Taste O. Nee, das geht nicht. Dann nehmen wir das Maß hier erstmal für den Radius raus. Die Nummer 13 raus. Das ist der. Und schauen uns das nochmal an. So, haben wir da jetzt noch tangentielle? So klappt das auch und den nehmen wir jetzt einfach, beziehungsweise ich schmeiße jetzt noch die hier raus, den
den und den nehmen wir jetzt so, wie er hier ist. Schließen das Ganze. Die Zeichnung. Und da machen wir jetzt auch genau diesen den hier rein. Durchmesser 7,5 mm, ein Sechseck. Das heißt, da gehen wir wieder hier rein. Zeichnen wir hier ein Sechseck rein, genau auf den Mittelpunkt. Und Durchmesser 7,5. So, der wird horizontal. Und dasselbe packen wir hier oben auch rein. So, Durchmesser 7,5. Und auch da horizontal. Und schließen das. Jetzt machen wir davon eine Aufpolsterung und die machen wir auch symmetrisch, dass sie schön in der Mitte liegt. Und dann waren es ja die 14,5 mm. So sieht das Ganze dann aus. So, jetzt kann man schon so einigermaßen erkennen, wie das funktioniert. Also der Arm, da, hier sind dann Muttern drauf, mit denen man das klemmen kann. Und hier vorne kommt noch so ein Arm dran, dass der auch dann entsprechend beweglich ist. Der ist immer wieder wie der hier ausgeführt. Und da ist dann der Mikrofonadapter drauf. So, dann mache ich mal gerade hier wieder die da gehen wir gerade mal auf den Arm 1 zurück. Ich möchte hier wieder die schönen, hübschen Abrundungen drin haben. Ich habe ja was geändert und das hat dazu geführt, dass das nicht mehr ging. Müssen wir die alle selektieren hier. So, die haben wir. Geht es hier weiter, du, die beiden und die drei. Und da haben wir noch einen, gucken wir uns mal gerade an, da haben wir alles und da haben wir auch alles. Dann machen wir hier eine Abrundung. Das ist 1 mm, da hatte ich 1,5 mm genommen. Und das hat jetzt auch wieder geklappt. Und dann nehmen wir das jetzt auch so. Ich speichere die Zeichnung mal ab. Und dann haben wir hier den Arm. Jetzt können wir uns den Arm hier, den kann man jetzt auch so ein bisschen noch so machen, dass das besser druckbar ist. Dass es halt nicht so viel Gewicht hat. Wobei, der ist natürlich bei Weitem nicht so grob wie der hier, aber hier könnte man jetzt noch Löcher reinmachen. Ich bin am Überlegen, ob das überhaupt Sinn macht. Ja, fürs Material, dass man nicht so viel Material verwendet. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder in den Arm 2 wechseln. Hier Doppelklick, dass das hier schwarz wird. Und dann machen wir hier eine Zeichnung drauf. Das ist dann, kann man sich gerade mal hier anschauen, das müsste XZ sein, ja, und auf der XZ-Ebene, da machen wir hier jetzt eine neue Zeichnung auf der XZ-Plane und da klicke ich dann auch wieder hier das an, damit ich hier sehe, was ich zeichne und dann machen wir hier jetzt so Vierecke rein, drei Stück. So, dann haben wir die Mitte, das ist der hier, der wird schön blau. Also hier einmal blau machen. So, der kriegt dann wieder hier das Maß. Das sind die 90 plus 45. Maß hier. Gehen wir hier auf das FX. 90 plus 45. So, das ist schön die Mitte. Und dann wird das hier
symmetrisch. So, die drei Maße werden gleich. Nicht S drücken, E drücken. Die werden gleich. Und dann haben wir noch hier, das wird symmetrisch zu dem. Und dann können wir die noch vertikal verbinden und die beiden hier auch. Du und du bitte. Na, warum machst du das nicht? Du und du bitte vertikal verbunden. Das hat er nicht gemacht. Du und du bitte vertikal verbunden. Ja, jetzt sind die zusammen. Auf der Seite noch nicht. Beziehungsweise wir müssen die noch dann gleich machen. Den und den Taste E. Und jetzt haben wir die vier Sachen hier und können die jetzt so hin und her schieben. Uns überlegen, wie die aussehen sollen. So zum Beispiel. Und ich mache da jetzt absichtlich keine Rundung rein, weil die möchte ich hinterher dann mit dem Abrundung machen. So, dann bemaßen wir mal, wie groß wird das hier. 16 mm sind die Dinger groß. Breit sind die 8. Und dann müssen wir noch das Maß hier festlegen. Und das machen wir 14 mm. Und das Maß hier, das machen wir einfach so, dass wir den und den hier, den und den zu dieser Achse symmetrisch machen. Und dann haben wir da auch die 14 mm. So, dann können wir da jetzt wieder eine Tasche mit erzeugen. Das machen wir hier mit der Funktion. Und zwar symmetrisch zu einer Ebene durch alles. Und dann haben wir hier die drei Einschnitte drin. Und dann kann man jetzt erstmal schauen, wie machen wir die Rundungen. Okay, ich würde erstmal sagen, diese hier. Damit fangen wir an. 1, 2. Da muss man wirklich die Linien selektieren. Das ist manchmal gar nicht einfach in FreeCAD. Machen wir erstmal die 4, schauen uns die an. Und da machen wir 3 mm. Jo, das sieht doch gut aus. Und dann machen wir das hier auch. Steuerung-Taste drücken. Du und du bitte. Und Rundung 3 mm. Dann machen wir es mit dem hier auch noch. Du. Aha, das ist da, Mann. Mal die beiden hier noch haben. Einmal den und einmal den. Und da machen wir auch eine Rundung von 3 mm. So, jetzt selektieren wir die hier. Ich kann mal schauen, ob das so klappt. Ja, das klappt. Das ist ja cool. 1,5 mm. Jo, das sieht doch richtig cool aus. Dann machen wir das auf der Seite auch. Runden 1,5 mm. Das hat jetzt nicht hingehauen. Runden. Nee. Machen wir den noch mal 1,5.
1,499. Ja, das ist so knapp an der Grenze. Dann machen wir den hier lieber auch 1,499. So, dann haben wir den Arm auch fertig. Jo, dann machen wir hier oben noch den Adapter rein für das für den Mikrofonhalter. Das heißt, das wird so ein Teil, so wie das hier. Und da wird dann irgendwie dass der Mikrofonhalter befestigt, dass man den auch dann so beliebig noch drehen kann. Gut, schauen wir uns das mal an. Wie machen wir das? So, und dann kommt der da drauf, der Arm. Oder so vorne dran. Ja, vorne dran ist, glaube ich, cooler. Aber das muss auch mit dem Mikrofon überhaupt passen. Das muss schon hier oben langlaufen. Aber machen wir erstmal diese Konstruktion hier hin. Das heißt, eine neue Zeichnung. Erstmal einen neuen Körper. So, das ist dann, ich nenne das ruhig Arm 3. Und der wird auch auf der YZ-Ebene, kriegt er eine Zeichnung. Das haben wir hier, die YZ-Ebene. Und da kommt hier oben ein Kreis hin. Der wird jetzt ruhig groß genug. Der wird hier drauf, das heißt die beiden selektieren, Taste O drücken. Und dann kriegt er hier das Maß. Und zwar das ist 180, zweimal die 90. Da habe ich mich irgendwo vertippt. Gucken wir uns das nochmal an. Wo habe ich das? Das ist 18, haben wir da genommen, da fehlt die 0. 180 mm. Und dann schauen wir mal, was wir da für ein Maß nehmen. 20 nehmen wir da. So, dann wird das jetzt einfach hier nach vorne geführt. Das heißt, da machen wir ein Rechteck drauf. So. Das machen wir einfach blau. Dann machen wir den hier. Legen wir darauf. Den legen wir auch da drauf. So, einmal hierhin klicken. Machen wir den mal weg. Ne, der war es nicht. Wer stört jetzt da? Na, das ist die Frage. Wer stört? Gar keiner stört. Okay, muss man nur ein bisschen bewegen. Dann können wir jetzt hier einfach das Maß hier, das bemaßen. Das wären die 20. Und dann können wir das rausschmeißen, was wir nicht mehr brauchen. Das heißt, das ist der. So, das wird jetzt der Arm. Dann kriegt er hier eine gewisse Höhe. Da machen wir mal 40 mm. So, mit irgendwem beißt er sich. Woher weiß er denn, wie hoch das ist? Das ist jetzt wirklich mal eine Sache. Das weiß er nicht, aber trotzdem meint er, die wird komplett eingeschränkt. Also irgendwas stimmt da nicht. Nehmen wir erstmal das Maß hier raus und machen das Maß hier auf 30 mm. So, der liegt da drauf und dann haben wir es auch wieder eingeschränkt. So, dieses Teil, das bekommt jetzt wiederum hier so eine Öffnung rein. Da
Das heißt, da machen wir einen Kreis rein, hier auf den Mittelpunkt. Auf den Mittelpunkt. So, der kriegt einen Durchmesser von, ich glaube, 10 waren das. Das kann ich aber mal gerade nachschauen. Das heißt, da gehen wir auf den Arm 1. Gucken uns einmal den Sketch an. Ne, das war ja ein ziemlich später Sketch. Arm 1. Das war diese Pocket. Ja, diese Pocket. Und das sind die 8,3 mm. Warum hatte ich das Maß genommen? Weiß ich nicht. Das machen wir jetzt hier auch. Das heißt, ich gehe jetzt wieder hier zurück auf den Arm 3. Hier, und dann machen wir das Maß hier. 8,3 mm. Ich glaube, wegen der 8 mm Schrauben, die ich drucken wollte, ein bisschen größer. Genau, das war der Grund dafür. So, dann können wir das hier jetzt aufpolstern. Wiederum symmetrisch. Symmetrisch, und zwar so breit wie das auch. Das sind die 15, und dann wird das, gucken wir uns das mal von der Seite an, dann kann man das so besser sehen. 22, 23, 24, 26. Das kann man mal bei Arm 1 wieder schauen. Wie breit hatte ich das Teil hier gemacht? 30. Okay, dann machen wir das ruhig auch 30. Also hier dieses Pad, da machen wir hier die 30. Und das wird dann hier genauso ausgeschnitten wie da unten. Das heißt, da kommt wieder eine Zeichnung. Das ist jetzt, das werden wir hier sehen gerade, das ist die XZ-Plane. Okay, das heißt eine neue Zeichnung auf der XZ-Plane. Und dann können wir hier wieder so ein Rechteck reinzeichnen. Gehen wir hier in diese Ansicht. Da muss ja das komplett reinpassen. So, dann machen wir hier die Mitte rein. Die machen wir schön blau. Und die müsste dann auch auf 180 kommen. So, und dann müssen wir das Maß hier machen. Machen wir mal 10. Und dann ist das bitte symmetrisch dazu. Und das gibt auch ein Maß. Das sind die 15. Ja. Okay, dann geben wir dem noch ein Maß hier. 30, dann ist das Ding eingeschränkt. Und dann fräsen wir das jetzt da raus. Das heißt wiederum eine Tasche. Und zwar symmetrisch durch alles. Und dann ist das Teil da auch so eingeschnitten. Gut, das soll es auch schon wieder heute gewesen sein. Morgen mache ich dann weiter mit dem Video. Für euch geht es, wie gesagt, auch dann direkt weiter. Also einmal gerade speichern das Ganze. Beziehungsweise wir können gerade noch hier die entsprechenden Abrundungen machen. Mit Steuerung-Taste muss man das schon richtig machen. So, das möchte ich abrunden. Dann möchte ich das auf der Seite auch. Euch bitte. Und du. Und dann haben wir da einen Millimeter. Ja, das sieht doch gut aus. Gucken wir mal, ob wir den hinkriegen. Das möchte ich auch haben.
und hier bitte auch. Den und den noch dazu. Gucken wir mal, ob wir alle haben. Jo. Und da machen wir... Oh, ich habe vergessen, das wegzudrücken. Also können wir das Ganze nochmal machen. Erinnert euch, das passiert mir öfters. Wir können aber auch hier die Flächen selektieren. Mit der Steuerung-Taste und einmal runden und dann ist das Teil auch schön gerundet. Und jetzt muss man sich schon überlegen, wo ist unten, wo ist oben. Also das ist oben, da kommt jetzt noch der Mikrofonhalter drauf und das kommt auf die Bodenplatte. Okay, dann einmal speichern und dann geht's nachher weiter. Nochmal, wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und dann geht's morgen weiter, direkt hier im Anhang, im Anfang, im Folgenden. Okay, tschüss. Ja, und weiter geht's. Ihr seht hier an der Uhrzeit, das ist der nächste Tag. Da hatten wir geendet. Ich habe in der Zeit auch noch meinen FreeCAD abgedatet. Da sind jetzt einige Befehle mehr, die sind eingedeutscht. Vor allen Dingen, was auffällt, ist, wenn man hier einen neuen Körper macht, dann heißt der plötzlich Körper und nicht mehr Body. Also, da tut sich was. Mit dem neuen Körper, das können wir auch direkt weitermachen. Was jetzt die Tischbefestigung angeht und die Befestigung für das Mikrofon, das will ich in dem Video gar nicht machen, sondern hier möchte ich jetzt noch die Verschraubungen konstruieren. So, wie gesagt, die Verschraubungen hier, das hätte man vielleicht auch anders noch lösen können, muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber hier ist es jetzt so, dass diese Verschraubung hier nicht von links nach rechts so durchgehend eingesteckt werden kann und dann stabil ist. Vielleicht kann man da noch was machen. Ich mache es jetzt aber so, wie es hier ist. Das heißt, ich konstruiere jeweils links und rechts eine Schraube, die dann ganz einfach mit Sekundenkleber hier in den Block reingeklebt werden und hier in dieses Teil. Und das natürlich, nachdem das so da reingesetzt wurde. Und man kann die halt hier durchstecken und dann nur dann müssen sie halt verklebt werden. Okay, dann legen wir los. Die erste Schraube, eigentlich brauche ich nur eine Schraube zu machen und die können wir dann an die anderen Stellen kopieren. Und da fangen wir hier mit dieser Schraube an, hier unten und die hier nach rechts geht. So, wenn man das jetzt hier so schaut, dann sieht man, wenn man da von oben drauf guckt, so sieht das Teil aus. Also die Schraube hier, das wird da muss eine Zeichnung generiert werden und dann machen wir uns hier einmal sichtbar, auf welcher Ebene wird das denn? Das ist auf der YZ-Ebene, muss diese Zeichnung generiert werden. Okay, dann können wir das auch wieder deaktivieren und machen hier eine neue Zeichnung auf der YZ-Ebene und die wird einfach hier reingezeichnet. Und zwar beginnt die mit einem Sechseck. Und dieses Sechseck, das wird mittig hier auf den Mittelpunkt gesetzt. Das wird hier horizontal. Und dann müssen wir einmal hier gucken, wie groß hatten wir das Maß hier genommen. Ich glaube 7,5 mm. Und das wird aber jetzt kleiner. Das muss ja da reinpassen. Also 7,3 mache ich das einfach mal. So, damit beginnen wir. Und dann möchte ich am Anfang dieses Teiles hier ein Loch drin haben, damit ich, wenn ich die verklebe, dann auch so einen Splint mit reinstecken kann. Deshalb machen wir hier noch einen Kreis rein. Den machen wir dahin, auf den Mittelpunkt.
So, wir können uns das mal wieder hier aus der Ansicht anschauen. Und der kriegt jetzt auch noch einen Durchmesser von 2,5 mm. Und dann schließen wir das und machen eine Aufpolsterung von dieser Zeichnung. Aber nicht 10 mm, sondern nur 3. Dann wird diese Zeichnung hier kopiert. Einmal selektieren, STRG C. Dann hier die YZ-Plane, das Häkchen wegmachen, OK drücken, dann STRG V. Dann ist die Zeichnung hier unten unsichtbar. Die können wir sichtbar machen. Dann können wir die jetzt hier in den Körper reinziehen. Und die muss hier auf dieser Fläche zu liegen kommen. Also selektieren wir diese Fläche. Und dann wird diese Funktion hier genommen. Die heißt Skizze einer Fläche zuordnen. Und welchen Sketch? Das ist der Sketch Nummer 10. Okay, okay. Und dann liegt die da drauf. Jetzt kann die hier wieder aufgepolstert werden. Die polstern wir jetzt so weit auf, dass die genau hier endet. Und dann, das heißt, dann gehe ich jetzt hier und verringere das. So, und jetzt sieht man fast okay. 4, das sind glaube ich 4,5. Ne, 4,25 sind das. Ne, 4,5 sind es. Okay, machen wir ruhig 4,5. So, dann habe ich den ersten Teil fertig. Ich habe hier aber was vergessen, und zwar diesen zweiten Sketch. Da möchte ich ja diesen Kreis hier gar nicht haben, also wird der selektiert und wird blau gemacht zu einer Konstruktionslinie. Und dann haben wir das zu. So, dann ist der erste Part hier fertig. Ich nehme noch ein Maß hier. Das brauche ich später für... Obwohl, nee, das brauchen wir nicht. Das machen wir anders. So, jetzt wird es hier weiter gezeichnet. Das heißt, auf diese Fläche hier, da kommt wieder eine Zeichnung. Und die kriegt einen gewissen Durchmesser. Und zwar, die soll ruhig richtig schön groß werden. Und weil da wird ja das Gewinde später reingeschnitten. Gehen wir mal auf den Durchmesser. Da haben wir 8 mm ist das Loch. Ne, das ist sogar größer. Ja, das habe ich größer gemacht schon. Können wir das mit 8 machen? Jo, wir machen das einfach mit 8 mm. Und dann wird das jetzt eine Aufpolsterung. Und die ziehen wir jetzt so weit hier raus. Dass da zwei Muttern drauf können. So, die Muttern, das kommt natürlich auch darauf an, wie groß die Muttern sind. Machen wir es 20. Ja, das ist ein bisschen zu breit. 16. Zwei so schmale Muttern. Ja, komm, 16 reicht. Dann machen wir, ja, ruhig noch 2 mm drauf. 18. Und hier, das wird abgerundet. Und dann haben wir den Stift soweit fertig. Jetzt muss hier das Gewinde drauf geschnitten werden. Das Gewinde, das machen wir. Da muss auch jetzt eine Zeichnung generiert werden. Und dann macht man wieder hier die Origins sichtbar und schaut an, auf welche Zeichnung. Und ich mache das jetzt auf die XY-Plane. Das heißt, ich wähle einfach aus, neue Zeichnung, ohne das, was selektiert ist, neue Zeichnung auf der XY-Plane. Und so sieht das aus. Dann können wir das hier so darstellen und können uns jetzt überlegen, wollen wir das Gewinde hier drin auch haben oder wollen wir es nicht da drin haben. Im Prinzip brauchen wir es nicht da drin zu haben. Wir brauchen das hier anzufangen oder da. Und da lege ich jetzt ein Polygon an. Das mache ich immer so, dass ich ein Polygon mir hier so hinmale.
und dann das zurechtspiegeln. Das heißt, die beiden sind vertikal. So, dann möchte ich eine Steigung von 2 mm nutzen. Das heißt, das Teil selbst, das wird ein bisschen schmaler als 2 mm. Und zwar, da machen wir einfach 1,9 mm oder 1,99 mm. So wird das. Dann machen wir das Maß hier, das zu dem. Das wird 1 mm. Dann haben wir das Gewinde hier, das zu dem, das sind die 4 mm, die Hälfte von 8. So, die beiden sind horizontal zueinander. So, das ist jetzt, sieht jetzt schon mal gut aus. So, dann haben wir jetzt noch die Tiefe hier. Wie tief soll das reingehen? Das heißt, dieses Maß hier allerdings senkrecht. Und das machen wir 0,6 mm. Ist das gut? Ne, das kann ruhig ein bisschen mehr werden. 0,9 mm. So, wir können das jetzt nur noch so verschieben und hier das verschieben. Das Maß hier, das können wir jetzt auch noch. Wir können das mal nach oben ziehen, dann sieht man das besser. So, das Maß hier, da machen wir 0,1 mm. Das braucht dann nur so ein bisschen rauszustehen. Dann können wir jetzt wirklich nur noch so verschieben. Und jetzt legt man das so fest, dass das hier so beginnt. Und dann bemaßen wir jetzt einfach nur noch dieses Maß hier. Okay, da kommen neue Meldungen. Man glaubt es kaum. Das zu dem und das Maß. Und da machen wir mal 14,5 mm. Gucken wir uns das mal an. Jo, das sieht gut aus. Mal hier so schauen. Ja, das nehmen wir. Und dann wähle ich jetzt einfach diesen Sketch an und den möchte ich ja ausfräsen, also nehme ich nicht diese Helix-Funktion hier, Wendel wird das hier genannt, sondern ich nehme den abziehenden Wendel und der wird muss noch auf die richtige Achse gesetzt werden, das heißt in dem Fall die horizontale Skizzenachse. So sieht das aus. Dann kriegt der eine Steigung von 2 mm. Und der muss bis da vorne durchlaufen. Also muss die Höhe hier, da gehen wir jetzt einfach 10 ein. Und dann fährt das vorne raus. Und so kann man das nutzen. So, jetzt kann man hier noch sich überlegen, ob man das hier so abschrägt. Würde ich fast vorschlagen, das sollte man machen. Das heißt, ich erzeuge jetzt hier einen Rotationskörper und zwar die Zeichnung auch auf der XY-Ebene. Das heißt, da machen wir wiederum eine neue Zeichnung auf der XY-Ebene und da zeichnen wir jetzt ein Polygon und das beginnt hier, geht nach da, so, so und endet da. Das können wir ruhig vertikal machen. Wir können uns das mal hier so anschauen. Und ja, das nehmen wir, machen wir hiervon. Das ist jetzt ein abziehender Rotationskörper, Drehteil und hier heißt das Nut. Also wählen wir die Nut und die wird auch auf der horizontalen Skizzenachse
Aber da ist nichts mehr da. Ist doch die vertikale Skizzenachse. Gucken wir uns das nochmal an. Es kann sein, dass das zwei Körper gibt und dass das deshalb nicht funktioniert. So, um ganz sicher sein, dass die richtige Achse genommen wird, zeichnen wir die ein. Das heißt, ich stelle das hier um auf blau und zeichne hier jetzt die Linie rein. So, und dann überlegen wir uns, ob das eventuell so schneidet, dass da zwei Objekte rauskommen. Ja, okay. Jetzt sehen wir auch, woran das liegt. Da fehlt noch eine Verbindung. Die zeichnen wir hier rein. Aber nicht blau, die wird weiß. Die ist horizontal. Gucken wir uns das nochmal aus der... Die muss natürlich auch weiß werden. So, dann schauen wir uns das nochmal aus der Ansicht an. Gehen hier raus und ich mache jetzt wieder die Nut. Und da wähle ich hier jetzt aus Konstruktionslinie 1. Und dann sieht man, dann hat er das hier auch so abgeschnitten. Und dann ist es einfacher für die Schraube da, für die Mutter da rein zu, die da drauf zu machen. Okay. Das war aber noch nicht alles. Wir haben jetzt so eine Schraube, aber die soll ja auch druckbar sein. Jetzt machen wir erst einmal, geben wir dem Namen, und zwar Schraube nennen wir das. Und die anderen machen wir jetzt alle unsichtbar. Das heißt, beziehungsweise die, die stören könnten. Und zwar soll ja diese Schraube flach liegend druckbar sein. Also muss das einfach hier so ab durchgeschnitten werden, dass das hier flach aufliegt. So Schrauben, die nicht ganz rund, wo das Gewinde nicht komplett rumläuft, die laufen super, super gut, sind stabil und sind auch vor allen Dingen durch den Druck in dieser flachen Lage extrem stabil. Was die natürlich nicht sind, die sind nicht dicht, weil da bleibt ja hier unten immer was frei. Aber das stört in dem Fall überhaupt nicht. Also gehen wir wieder hier auf die Schraube und erzeugen auf dieser Fläche hier eine neue Zeichnung. Und diese Zeichnung, das wird jetzt einfach ein Rechteck. Und dieses Rechteck, das muss hier auf diesem Punkt zu liegen kommen. Das heißt, da machen wir ein solches Viereck rein hier. Das ist ruhig horizontal. Das Maß hier, das waren, meine ich, die 7,5 mm. Ne, 7,3 war es, glaube ich. Gucken wir mal nach. Doch, das waren 7,5. Da hatte ich 7,6 genommen. Ne, 7,5. Da sieht man es doch. Da ist es jetzt drauf. Quatsch. Quatsch. 7,4. Die 7,3 sind schon richtig. Nur da sieht man das gar nicht mehr. So, jetzt machen wir einfach Folgendes. Das war hier das verbinden, und zwar mit dieser Funktion hier, dann liegt das da drauf. Dann mache ich aber einmal Steuerung Z, und zwar ich mache die hier alle zu Konstruktionslinien, die werden also blau.
Und dann kann ich jetzt wirklich hier sagen, okay, du fahr bitte da drauf. Dann können wir das hier noch symmetrisch machen. Und das Maß spielt jetzt hier nicht die Rolle, aber da können wir sagen, okay, das ist 10. Und das sind 3. Und dann ist das auch eingeschränkt. Gehen wir raus. Das muss jetzt hier als Tasche reingefräst werden. Und da muss man jetzt schauen, wie weit durch alles. Und dann wird die Schraube da unten so abgesägt. Und so kann man die dann super gut drucken. Das heißt einfach okay und fertig ist die Schraube. Jetzt möchte ich die ja hier mehrfach reinsetzen. Punkt 1 ist, ich mache aus dem Bauteil Schraube, mache ich über die Funktion in der Part Workbench. Er hat mir die hier irgendwie durcheinander gewürfelt. Durch die neue Installation, da haben wir Part und dann gibt es hier bei Part einfach den Punkt Kopie erstellen, Form aufbereiten. Dann wird das Bauteil hier unsichtbar gemacht und da haben wir die Schraube. Und diese Schraube, die können wir jetzt mehrfach verwenden. Dazu machen wir erstmal wieder alles sichtbar. Da liegt die Schraube und dann machen wir hiervon eine Kopie. Das machen wir mit derselben Funktion. Die habe ich hier im Part und auch im Part Design Modus. Wo haben wir Part Design? Da. Und da haben wir die, habe ich mir die auch über die Funktion reingepackt. Dann wird die hier kopiert. Die machen wir jetzt wieder sichtbar und die lassen wir jetzt drehen. Und zwar, das macht man rechte Maustaste transformieren. Und dann kann man hier oben drauf schauen. Das ist Ansicht 2 auf dem 10er Tastenfeld. Und dann kann man einfach hier das so rumdrehen. Und dass das genau den Winkel gibt. Und dann haben wir die Schraube auch da. Dann können wir von den beiden hier jeweils eine Kopie machen. Und zwar auch mit dieser Funktion machen wir die wieder sichtbar und die können wir jetzt einfach hier nach oben schieben und zwar über Placement und dann haben wir hier die Position in Z und zwar das sind 90 mm. Dann haben wir die da und das machen wir mit der auch, die auch um 90 mm und dann machen wir dasselbe nochmal. Wieder diese beiden, die wieder sichtbar machen und die wird dann hier nochmal um 90 Grad in Z 90 mm verschoben und die hier auch um 90 mm. So, dann habe ich die Schrauben dort drin. Jetzt geht es an die Konstruktion der Muttern. Zwischendurch einmal kurz, wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert und ein Daumen nach oben wird natürlich auch immer gerne genommen. Und dann geht es jetzt weiter mit der Konstruktion der Muttern. Da sollen jeweils 2 Muttern drauf, die man da drauf drehen kann und dann kann man die noch kontern, damit die wirklich fix da drauf sind, auch wenn man hier an den Armen vielleicht noch ein bisschen bewegt mit angezogenen Schrauben. So, das dann machen wir hier weiter. Die Mutter, die machen wir hier unten drauf. Und zwar, das wird, da mache ich eine Datum Plane, also erstmal einen neuen Körper. Der heißt jetzt Mutter. Und dann können wir uns das anschauen. Das ist auch die YZ-Ebene. Die können wir jetzt selektieren. Und dann ist das die richtige. Ja, das ist die richtige. Die YZ-Ebene. Und da machen wir eine neue Datum Plane drauf. Und die wird jetzt verschoben.
Und zwar in Z-Richtung. Da gehen wir hier hin in Z-Richtung. Mal gucken wir. In positiver Z-Richtung. Jo, das ist okay. Dann ziehen wir die so weit raus, dass die hier so ein bisschen außen steht. Die muss ja nicht bis da dran laufen. Und diese Datumplane, die nehme ich jetzt. So, dann können wir die wieder unsichtbar machen hier, die Origin, die brauchen wir nicht mehr. Auch die Datumplane darf unsichtbar werden und da wird jetzt ein Sechseck drauf konstruiert und zwar als ein neuer Sketch und dann haben wir wieder das Sechseck. So, dann müssen wir einmal hier hinklicken, damit alles sichtbar wird und da wird das Sechseck drauf gemacht und das wird jetzt hier so groß zum Beispiel. Das wird horizontal und dann machen wir das Maß hier. Durchmesser 15 mm, machen wir mal 18. Das kann ruhig ein bisschen größer sein, die Schraube, die Mutter. Jo, das passt. Und die kriegt innen ein Loch. Und zwar das Loch muss groß genug sein. Da muss ja dann innen das Gewinde noch draufgesetzt werden. Das wird nicht da reingefressen, sondern es wird draufgesetzt. Das heißt, wir machen hier eine Zeichnung, hier so einen Kreis auf den Mittelpunkt und der wird größer auf alle Fälle als die Schraube selbst. Dann geben wir dem ein Maß 8,5. Okay, nehmen wir ruhig die 8,5. Das kann man sich gut merken. Und dass diese Mutter, die wird jetzt aufgepolstert. So breit wird die nicht. 5, oh, das sieht gut aus. 5 mm, dann kann da noch so eine 5 mm Scheibe drauf. So, das Innenmaß hier, das kann auch ein bisschen kleiner werden. Das heißt, da gehen wir noch mal hier rein in den Sketch hier und schauen uns das an. Da hatte ich ja die 8,5 mm genommen. Dann nehmen wir mal 8,3. Schauen uns das mal an. Jo, das nehmen wir jetzt. Und jetzt möchte ich wiederum da eine Zeichnung drauf generieren für die Helix. Und die Zeichnung, die kommt auch auf die XY-Ebene. Bevor ich das mache, möchte ich die Schraube außen abrunden. So habe ich alle. Jo, haben wir alle abrunden. So soll die aussehen. Und dann können wir jetzt die Zeichnung generieren. Das heißt, eine neue Zeichnung auf der XY-Ebene. Und das ist noch aktiv. Und da muss man jetzt hier, muss man sich sehr genau überlegen, wie man das macht. So, dann machen wir erstmal die anderen Schrauben alle unsichtbar. Die nicht, die machen wir unsichtbar. Und wir machen auch ruhig den Arm 1 unsichtbar. Und dann gehen wir wieder hier rein in den Sketch. Und so sieht das Ganze aus. Und jetzt sieht man auch, wie das so ungefähr auszusehen hat. Also wir können hier anfangen mit dem Gewinde, können das hier rausfahren lassen und am Ende schneiden wir das links und rechts ab. So, dann fangen wir hier unten an. Dann mache ich ein Polygon. Ähnlich wie das vorhin auch.
So, dann werden die beiden hier horizontal verbunden. Das ist vertikal. So, das Maß hier, das sind die 1,99 mm. So, dann müssen wir das Maß hier überlegen. Das zu dem. Was haben wir da? Minus 4,125 mm. Minus 4,2 mm, das ist zu viel. Was hatte ich für ein Maß da genommen? Gucken wir uns das nochmal an. Hier 8,3, also 4,15 mm. Okay, das heißt Sketch 16 nochmal aufmachen. So, das hier wird 4,15 mm. Nicht 45, nein. Ach, minus. Minus 4,15 mm. So, dann muss man sich überlegen, das hier, das wird ja dann dazu, bekommt das den Abstand von 1 mm. Aber nein, das stimmt nicht, liebe Leute. So, und zwar, das machen wir so, das Maß zu dem Maß, das sind die 1,9, das Maß zu dem Maß, das sind die, ist der 1 mm, den setzen wir dahin. Jetzt kann man das hier wieder zurechtschieben. Das Maß hier. Das machen wir. Das können ruhig die 0,25 werden. Und dann haben wir noch das Maß hier senkrecht 0,88. Das sieht ganz gut aus. Also jetzt müsste der eigentlich nur noch so zu verschieben sein. Und dann machen wir jetzt auch hier eine Bemaßung, den Punkt zu dem. Den nehme ich einfach so 16,5 da. Okay. So, dann haben wir die Zeichnung da drin sitzen. Das wird jetzt eine Helix. Und da muss man sich schauen, die muss auf die horizontale Skizzenachse. Die kriegt eine Steigung von 2 und dann können wir jetzt hier das entsprechend verringern. So, da sind wir bei 5 mm, aber irgendwas ist falsch. Da möchte ich noch mal reinschauen. So, den Sketch anschauen. An sich ist das richtig. Das machen wir anders. Ich mache jetzt diese Schraube hier, die Mutter. Nicht die Schraube, die Schraube machen wir auch unsichtbar. Schauen wir uns das mal an. Da liegt die, das Gewinde. Und dann aus dem Gewinde machen wir jetzt hier eine Helix. Auf der horizontalen Skizzenachse. Mit Steigung 2. Sechs Millimeter. Fünf Millimeter,
Ja, mit den 5 da, das klappt irgendwie nicht. Da müssen wir schon das mit den 6 mm nehmen und dann müssen wir es jetzt gleich abschneiden. So, das heißt, hier machen wir einfach OK. Und jetzt schneiden wir einmal hier auf der Seite diesen Teil da ab. Das heißt, ich schau mal von oben drauf. Das heißt, das können wir auf der XY-Ebene machen. Da machen wir jetzt eine neue Zeichnung. Das können wir auf einmal machen. Auf der XY-Ebene. Und dann haben wir hier ein Rechteck. Einmal das Maß hier 16. Und dann machen wir da noch ein Rechteck hin. Das Maß zu dem, das sind 5 mm. Und dann können wir jetzt einfach schließen. Machen hier eine Tasche symmetrisch zu einer Ebene durch alles. Und dann haben wir die Mutter fertig. So, dann können wir diese Mutter, erstmal können wir die Schrauben alle wieder anzeigen lassen hier. Wir lassen den Arm wieder anzeigen. Jetzt müssen wir eigentlich alles wieder sichtbar haben. Und dann können wir diese Mutter jetzt hier mehrfach ausführen. Das heißt, die Mutter, da mache ich jetzt auch so eine Kopie von. Und von der Kopie mache ich eine Kopie. Das machen wir auch mit der Funktion hier, machen die sichtbar. Die wird jetzt einfach in X hier verschoben. Da kann man das hier so machen. 5 mm, dann hängt die daneben. Und dann können wir von den beiden hier jetzt Kopien machen. Die machen wir wieder sichtbar. Dann können wir die jetzt hier verschieben. Kann man die komplett nehmen? Ja, das klappt auch super. Gucken wir uns das mal an. Ja, so, da passt die auch drauf. Okay, dann machen wir von diesen 4 Muttern hier Kopien. Machen die wieder sichtbar. Und die verschieben wir jetzt einfach in Z-Richtung. Und zwar um 90 mm. Machen davon Kopien. Machen die auch wieder sichtbar und die werden jetzt nochmal verschoben und zwar um 90 mm. So, dann haben wir das Teil soweit fertig. Wir drucken also jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Muttern und diese Arme. Und kleben das zusammen und der Arm ist fertig. Und die Sachen hier, dass da das Mikrofon dran passt und dass hier unten das an den Tisch passt, das mache ich auch noch. Allerdings nicht im Video, sondern das mache ich so, dass ich das Ding dann bei Thingiverse hochladen kann und dann kann man das runterladen. Ich denke, ihr habt hier genug gelernt, wie man solche Sachen konstruiert. Und dann noch einmal, wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!